Ich wurde Hexe mit so circa mit dem 15. Lebensjahr. Ich war früher ein sehr, sehr gläubiger Mensch. Ich habe sehr stark an die katholische Kirche geglaubt. Und mit 15 habe ich gemerkt, das ist nicht das Wahre für mich. Großstadthexen, das ist einmal der Laden. Großstadthexen, das sind aber auch die Menschen, die in diesen Laden reingehen. Also jeder, der ein bisschen anders ist als die anderen, vielleicht ein bisschen seine Spiritualität zugibt, das sind Großstadthexen. Sie können hier Heilsteine kaufen, sie können Räucherwerk kaufen. Die klassischen Räucherstäbchen haben wir auch. Wir haben Literatur zu allen Bereichen und auch diverse esoterische Hilfsmittel wie Pendel oder auch Tensoren, also Einhandruten und sowas in der Art. Also wir räuchern hier gerade Lavendel. Lavendel ist gut zum Harmonisieren, ist beruhigt. Und ganz nebenbei ist auch Lavendel gut für die Libido. Spiritualität kann man nicht kaufen. Das, was du hier kaufen kannst, das sind Dinge, die dir vielleicht helfen können, deine Spiritualität zu entwickeln. Spiritualität ist für mich der Glaube, dass es Dinge auf der Welt gibt, die nicht unbedingt immer rationell erklärbar sind. Das ist für mich Spiritualität. Also das ist ein Bergkristall. Der Bergkristall ist für viele Menschen ein Energiestein. Also die nutzen den Bergkristall, um halt, ich möchte mal sagen, Energie von diesem Stein zu bekommen. Wir haben hier von Amethysten bis Zitrin, wir haben Labradorit, wir haben roten Jaspis oder was heißt Jaspis in allen möglichen Farben, Rutilquarz, Sodalit, Granat. Vorher habe ich was ganz anderes gemacht. Ich komme ursprünglich aus der Versicherungsbranche, habe industrielle Sachversicherungsrisiken und gewerbliche Sachversicherungsrisiken betreut und tarifiert. Und jetzt mache ich was ganz anderes.